Und wenn ich auch im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Der Psalmist stellt es als eine Tatsache hin, dass sein Herr, der gute Hirte, bei ihm ist. Er ist da. In diesem Moment, er ist da. Der Stecken und Stab des guten Hirten sind Quellen des Trostes, des Schutzes und der Führung. Euch, werte Familie Zacharias, wünschen wir jetzt in besonderer Weise Kraft, um aus dieser Quelle des Trostes zu schöpfen. Maria, die Ehefrau von Hans, Mutter und Großmutter, sie hat Abschied genommen von euch. Sie hat Abschied genommen von uns allen. So plötzlich, unerwartet. Sie hinterlässt eine Lücke in Ehe, Familie wie im Freundeskreis. Als Glaubensschwester hinterlässt sie auch eine Lücke in unserer Gemeindefamilie, der Shalom-Menniten-Gemeinde. Als Angehörige, als Hinterbliebene, die wir uns noch weiter in diesem Leben abmühen, gerade zu denen, sagt der Herr, ich bin bei euch. Ich habe die nötigen Mittel zu trösten, um euch beizustehen, um euch wieder aufzurichten, damit ihr weitermachen könnt. Lieber Bruder Hans, Kinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder, auch die Schwiegertochter und Enkelkinder in Kanada, die diese Feier per Livestream beiwohnen, wir wünschen euch allen, dass ihr die spürbare Nähe dieses guten Hirten erfahren mögt. Besonders auch während dieser Abschiedsfeier von der lieben Ehefrau, Mutter und Großmutter. Auch die Geschwister von Hans und Maria, Freunde und allen Mittrauern, allen heiße ich willkommen zu der Abschiedsfeier von Maria Zacharias, geborene Dück. Euer Beiwohnen bei dieser Abschiedsfeier ist wertvoll. Es ist ein Zeichen der Anteilnahme am Leid der Hinterbliebenen. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, du schenkst Leben. Wir danken dir für das Leben von Maria. Danke, dass sie deine Gnade erfahren durfte und dein Kind werden. Danke, dass sie Glauben gehalten hat bis ans Ende. Du hast sie reichlich gesegnet in ihrem irdischen Leben an Geistesfrucht wie auch an Leibesfrucht. Sie hat ihren Ehemann Hans zur Seite gestanden. Sie hat Kinder großgezogen, die heute deinen Namen Ehre machen. Danke für den Segen, den Menschen durch sie als Glaubensschwester erlebten und auch jetzt noch weiter durch ihre Nachkommen erleben werden. Danke, Jesus, dass du auch gerade jetzt in dieser schweren Zeit des Abschiednehmens mit deinem Trost, den Heiligen Geist, gegenwärtig bist. Herr, schenke besonders jetzt in diesem Moment dem Ehemann und der ganzen Familie Kraft für diese Zeit. Auch bitte ich, gebe, dass die folgende Predigt durch deinen Diener unser Herzen mit dem bereichert, was wir in dieser Zeit nötig haben. Amen. Jetzt folgt ein Gruppenlied und im Anschluss bringt dann Prediger Edwin Hiebert, Gemeindeleiter der Shalom-Menniten-Gemeinde, uns die Predigt. Ich bin Prediger Friedbert Enz, mache die Programmleitung. Nach Hause gekommen, sind der Erlöser.
Leben ist kein Traum, ist erfüllt, wir verstehen. Wenn wir gehen durch die Straßen des Himmels, werden alle Verheißungen wahr und die Kinder des ewigen Gottes atmen aus im ganzen Seelenfall. Wir haben uns hier heute versammelt, um Abschied zu nehmen. Abschied schmerzt. Es gibt Trennung. Wir wissen es alle, dass dieses irgendwann dran ist. Aber wir wissen nicht, wer. Wir wissen nicht, wer als Nächster genommen wird. Es betrifft jetzt dich, Hans. Gott hat es zugelassen. Gott hat es so geplant, dass er deine Ehefrau, mit der du 48 Jahre zusammen Leben geteilt hast, zu sich gerufen hat. Das hinterlässt in deinem Leben eine sehr große Lücke. Die Kinder verlieren hiermit ihre Mutter, die Enkel ihre Oma, die Geschwister ihre Schwester. Wir als Gemeinde verlieren hiermit eine Gemeindeschwester. Es heißt jetzt loslassen und der Trauerprozess beginnt. Werte Familie Zacharias, wir wünschen euch Trost von Gott und seinen Beistand. Es gibt da auch noch eine andere Seite. Ich will heute in der Predigt einmal darauf eingehen. Psalm 139 dient da als Predigttext. Dieser Psalm zeigt uns, wie es von Gottes Seite aussieht. Wir empfinden so ein Ereignis als sehr schmerzhaft. Wir verstehen es oftmals nicht. Uns tauchen viele Fragen auf, worauf wir keine Antworten nicht haben. Gott aber sieht es anders. Ich kann heute nicht zu Maria predigen. Sie ist nicht mehr hier. Ihren Leichnam haben wir hier noch vor uns. Ich rede heute deshalb zu uns, die wir noch leben. Und mein Gebet ist, dass dieser Psalm heute zu einem jeden persönlich reden möge. Mein Leben gehört Gott. So habe ich das Thema gestellt zu dieser heutigen Predigt. Ich lese uns da zuerst einmal die ersten 7 Verse vom Psalm 139. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, du prüfst mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht längst wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Gott kennt mich durch und durch, so habe ich den ersten Punkt formuliert.
Auf einer Jugendstunde vor einigen Jahren fragte ich den Jugendlichen, wer bereit wäre, wenn es möglich wäre, einmal da aufzumachen und uns nur eine Minute lang hineinblicken zu lassen, was du denkst, was in deinem Verstand vor sich geht. Nur eine Minute. Wer wäre bereit dazu? Damals wollte es keiner nicht. Keiner wollte aufmachen. Keiner wollte, dass andere wüssten, was er denkt. Wir meinen oftmals, dass wir gewisse Dinge nur für uns behalten können, dass nur ich sie weiß. Wir haben unsere Geheimnisse. Wir wollen gar nicht, dass diese irgendwo ans Licht kommen. Keiner soll es wissen. Keiner soll darum Bescheid wissen. Aber dann gibt es Momente in unserem Leben, wo wir uns sehnsüchtig wünschen, dass andere Menschen doch einen Einblick bekommen, dass andere Menschen uns doch verstehen würden. Und dieses, was ihr als Familie jetzt erlebt, ist so ein Ereignis. Es tut gut in so einem Moment, wenn andere ihr Mitgefühl zeigen, wenn andere Trostworte aussprechen, wenn andere Anteil nehmen, wenn andere mittrauern und nachfragen, wie geht's, wie funktioniert's. Wir Menschen, wir sind begrenzt. Wir verstehen uns gegenseitig lange nicht immer, nicht einmal als Ehepaar. Der Psalmist zeigt hier in diesen Versen, dass Gott da ganz anders ist. Gott kennt uns. Er ist nicht begrenzt. Er muss uns nicht erst bitten, einmal aufzutun, damit er sehen kann, was wir denken. Egal wo ich bin, egal was ich mache, er weiß Bescheid. Er sieht sogar meine Gedanken. Und dazu braucht er nicht erst einmal bei mir nachforschen und lange suchen. Nein, es heißt da, dass er meine Gedanken schon von Ferne sieht. Er braucht gar nicht erst ganz nahe bei mir kommen. Schon von Ferne weiß er, was ich denke. Da gibt es also nichts, das ich vor Gott verbergen könnte. Und das bedeutet dann auch, werte Familie Zacharias, dass Gott ganz genau weiß, wie bitter schwer euch dieser Abschied fällt. Hans, Gott weiß, dass Maria dir fehlen wird. Er weiß, wovor du Angst hast. Er kennt deine Gedanken. Das finde ich sehr tröstlich. Da ist jemand, der dich ganz genau versteht. Du bist nicht allein in deiner Trauer. In Vers 5 heißt es dann auch, dass der Herr seine Kinder von allen Seiten umgibt. Seine Hand ist über seine Kinder. Er kennt auch jedes Wort, das wir reden. Er sitzt jetzt also nicht irgendwo weit weg und schaut zu. Nein, er ist hier. Er ist um euch. Er hält seine Hand über euch. Gott ist jetzt kein Fehler unterlaufen nicht. Alles hat er noch unter Kontrolle. Auch bei euch in der Familie. In den nächsten Versen fragt der Psalmist sich dann, wohin er fliehen könnte, wenn er sich vor Gott verstecken wolle.
Und er führt einige extreme Orte an und fragt sich, wie wäre es, wenn ich einmal hoch in die Luft fahre zu der IS-Station, mit Satelliten mit vielleicht. Und er erkennt, Gott ist da. Und da fragt er sich, wie wäre es, wenn ich weit unten in die Erde hineinfahre, vielleicht in ein Kohlenwerk, hunderte Meter tief, oder in eine Höhle, da wo es finster ist, kein Licht scheint. Und dem Psalmisten ist klar, auch dort ist Gott. Und wie wäre es, wenn ich ein Boot, ein Schiff nehme und losfahre aufs Meer, weit, weit, weit hinaus, so dass ich die Küste nicht mehr sehen kann. Und ihm wird bewusst, auch dort ist Gott. Gott ist überall. Vor Gott kann man sich nicht verstecken. Ich tue also gut daran, mein Leben so zu gestalten, dass Gott daran einen Gefallen hat. Weil Gott ist überall. Er sieht alles, er weiß alles. Wenn wir unser Leben mit Gott nicht im Einklang haben, wenn wir uns von Gott distanzieren, dann wird dieser Gedanke ängstlich. Dann bekomme ich Angst. Wenn wir aber mit Gott Gemeinschaft suchen, wenn wir bemüht sind, seinen Willen zu tun, dann wirkt dieses Wort wie Balsam auf der Seele. Es tut gut. Es wirkt tröstlich. Und das wünsche ich euch als Familie. Gott weiß um jeden Menschen Bescheid, egal ob wir uns um ihn kümmern oder auch nicht. Wieso ist es möglich, dass er, Gott, um uns Bescheid weiß? Wieso weiß er alles? Damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich bin von Gott gemacht und er hat einen Plan mit mir. Dazu lese ich uns die Verse 13 bis Vers 18. Denn du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleibe gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele sehr wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich in den Tiefen der Erde gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab. Aber wie köstlich sind vor mir, Gott, deine Gedanken, wie groß ist ihre Summe. Sollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Der Psalmist spricht hier als ein Kind Gottes. Er kennt Gott, er hat Gott erfahren in seinem Leben. Er freut sich riesig über diese Wahrheit. Er freut sich über diese Erkenntnis, die er bekommen hat. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel, dass Gottes Wort eine Torheit ist für die Gottlosen. Auch bei dieser zweiten Wahrheit ist es so, dass sich das Kind Gottes freut und der Gottlose Angst bekommt. Ich bin von Gott gemacht. Wir haben da gelesen, denn du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleibe gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Der Psalmist drückt hier aus,
dass wir kein Zufall sind. Ich bin nicht ein zufälliges Produkt meiner Eltern. Auch wenn meine Eltern mich vielleicht nicht geplant haben, wenn ich bei denen vielleicht sogar ungewollt bin, so sagt der Psalmist hier, ich bin dennoch ein Geschöpf Gottes. Ich bin von ihm gewollt. Er will mich. Er kannte mich schon, bevor ich überhaupt gezeugt wurde. Er hat mich gemacht. Er hat mich auch mit einem Ziel auf diese Erde gesetzt. Er hat auch Maria, eure Mutter, gemacht. Er hat sie geliebt und er hatte auch mit ihr ein Ziel. Er hat sie jetzt zurückgeholt, nicht weggenommen. Nicht weggenommen. Er hat sie zurückgeholt, weil sie kommt ja von ihm. Er hat sie geschaffen. Und jetzt war ihr Zeit gekommen, dass er sie zurückholte. Als Kind Gottes war sie sein. Und deshalb kann er sie dann auch zu sich holen. Ihr Auftrag hier auf dieser Erde war zu Ende. Das bedeutet nicht, dass wir das verstehen müssen. Gar nicht. Gottes Wege sind für uns so oft unbegreiflich. Er ist halt so viel höher als wir sind. Wir sind seine Geschöpfe. Er ist der Gott. Er ist der Schöpfer. Wenn wir ihm überall und mit allem verstehen würden, dann wären ja wir ihm gleich. Und dem ist nicht so. Und wir brauchen auch nicht alles verstehen, was er macht. Aber das Wort Gottes bezeugt uns, dass er ein guter Gott ist und dass er gute Gedanken mit uns Menschen hat. Er ist Liebe. Und er fordert uns auf, macht uns Mut, ihm zu vertrauen. Wir sind seine Geschöpfe. Er weiß ganz genau, wie wir funktionieren. Er weiß ganz genau, was wir brauchen. Und das, weil er uns gemacht hat. Deshalb weiß er es so genau. Und deshalb ist es im Leben auch so wichtig, dass wir unser Leben ihm anvertrauen und nicht meinen, dass ich es selber schaffe. Ich kann es nicht, du kannst es nicht. Wir brauchen unseren Schöpfer in unserem Leben. Wir brauchen es, dass wir uns ihm anvertrauen, dass wir uns bekehren und ihm nachfolgen. Ansonsten geben wir uns und unserem Leib einem Fremden. Und dieser Fremde kann uns nicht das geben, was wir brauchen. Nicht hier in diesem Leben, auch nicht in der Ewigkeit. Gott hat einen Überblick über unser ganzes Leben. Unsere Tage sind, auch die, die noch vor uns sind, schon in seinem Buch geschrieben. Er wusste schon lange, dass Maria ihr Leben hier auf Erden am 23. November 2022 kurz nach 6 Uhr morgens beenden würde. Das wusste er schon lange. Wir nicht. Wir waren sehr überrascht. Gott weiß auch, wann ich meine letzte Predigt bringen werde. Er weiß, wann ich meinen letzten Atemzug nehmen werde und wann du deinen letzten Atemzug nimmst. Das weiß er schon. Weil er hat unsere Tage schon in seinem Buch geschrieben. Wenn wir Menschen etwas machen, arbeiten, dann haben wir unsere Gründe dafür. Vielleicht, weil wir zu etwas angestellt wurden. Vielleicht, weil es uns Geld gibt.
vielleicht weil das, was wir machen, für uns einen bestimmten Nutzen hat und so weiter. Ein Arbeitgeber stellte seinen Arbeiter eines Tages an, Löcher zu graben. Und als er sie gegraben hatte, sagte er zu seinem Arbeiter so: Jetzt geh und schütte sie wieder alle zu. Mach wieder zu. Der Arbeiter hatte gründlich Probleme damit. Ich habe umsonst gearbeitet, hat nichts genutzt. Gott hat ein Ziel mit deinem und meinem Leben. Es ist nicht dazu da, um einmal aufgegraben werden, um dann wieder zuzugraben. Gott hat ein Ziel. Er hat einen Plan mit einem jeden von uns. Und Gott freut sich, wenn wir diesen Plan erfüllen. Er hat daran einen Gefallen. Und nicht nur das, er wird uns dann sogar segnen, beistehen und dann eines Tages zu sich in alle Herrlichkeit holen, so wie er es jetzt auch mit Maria gemacht hat. Nach Hause holen, da wo wir hingehören, da wo die Straßen aus Gold sind, da wo es keine Schmerzen, keine Tränen gibt, dahin will er uns holen. Das ist sein Ziel. Das ist seine Absicht mit uns. Aber jetzt leben wir noch. Und wir haben hier eine Aufgabe. Vers 16 habe ich gelesen: Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab. Ich vergleiche das einmal mit einer Agenda. Die Seiten sind schon fertig. Alle Tage. Alles vorbereitet. Bis zum letzten Tag. Alle Tage sind schon aufgeschrieben. Meine und deine. In seinem Buch. Hier bis zum 31. Dezember. Für dich und mich bis unserem letzten Lebenstag. Die Tage sind notiert in seinem Buch. Die Seiten sind fertig. Jeder Tag, den ich leben werde, der steht drinnen. Wie fülle ich diese Seiten jetzt aus? Wie fülle ich sie aus? Dafür bin ich verantwortlich. Für die Seiten, die der liebe Gott mir zur Verfügung stellt. Wie sehen die vergangenen Seiten aus? Was steht drinnen? Was ist der Plan? Was soll in den nächsten Tagen auf den leeren Seiten draufgeschrieben werden? Ich bin verantwortlich dafür. Wie fülle ich sie aus? Gott hat die Seiten vorbereitet. Ich bestimme, was da reinkommt. Maria, ihre Agenda ist voll. Sie war bis zum letzten Tag angekommen. Da ist kein weißes Blatt geblieben. Sind alle beschrieben. Was sollte sie dann auch noch länger hier? Ich weiß, wir verstehen es nicht. Aber Gott ja. Er hatte einen Plan. Und er hat seinen Plan durchgeführt. Wir werden Gottes Größe hier auf Erden niemals ganz verstehen. Er bleibt zum Teil für uns unbegreiflich. Wir erkennen aber, dass er in seiner Größe uns trotzdem liebt und uns bei sich haben will. Er wartet darauf, dass jeder Mensch sich ihm zuwendet, damit er ihm ewiges Leben schenken kann.
als der Psalmist dieses alles erkannt hat, dann bittet er Gott um Hilfe. Der Psalmist hatte Feinde und er ließ sich einmal freien Lauf und schüttete sich voll aus bei Gott. Er wünschte seinen Feinden das Schlechteste, was er sich nur ausdenken konnte. Aber er bat Gott dann, hilf mir. Vielleicht verstehe ich das auch nicht. Wir haben es heute mit einem Feind zu tun, den Tod. Wir kämpfen damit. Wir verstehen es auch nicht alles. Wir brauchen es auch nicht alles verstehen. Ich komme damit zum dritten Punkt. Ich stelle mich Gott ganz zur Verfügung. Ich lese dazu Vers 23 und 24 vom Psalm 139. Der Psalmist betet da, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg. Der Psalmist möchte diesem Gott, der so wunderbar ist, ganz gehören. Er will sich ihm ganz öffnen, sich ihm ganz hingeben. Gott soll einmal seine Agenda durchschauen. Darum bittet der Psalmist hier. Er soll sie durchschauen und seine Gedanken prüfen und ihm einmal bewerten und ihm sagen, wie es gewesen ist in der Vergangenheit. Der Psalmist will sich vor Gott nicht verstecken und er weiß, dass er sich auch nicht verstecken kann und dass er auch nichts verstecken kann. Keine Gedanken, keine Worte, keine Taten. Und er bittet Gott dann, sollte er etwas Falsches finden, dieses doch zu korrigieren, ihm zu vergeben. Ich vergleiche es mal mit der Viehzucht. Er bittet Gott, ihm doch aufs Lasso zu nehmen und dahin zu bringen, wo er hingehört. Kann ich das auch beten von ganzem Herzen? Wollen wir das beten? Will ich da sein, wo Gott mir haben will? Der Tod von Maria und auch Psalm 139 fordern heute dich und mich heraus, nachzudenken und zu prüfen, ob wir auf dem rechten Weg sind. Wir sollen nachdenken und prüfen, ob unser Agenda mit den richtigen Aktivitäten ausgefüllt ist. Noch haben wir die Möglichkeit, uns zurechtweisen zu lassen, so wie der Psalmist es tat. Lasst uns doch so mutig sein und dieses auch machen. Unser ganzes Dasein hier auf Erden hat nur dann einen Sinn, wenn wir nach Gottes Plan, nach seinem Willen leben. Nur dann. Anders leben wir gänzlich am Ziel vorbei. Lasst uns bedenken, dass wir auch eines Tages diese Stelle, die Maria heute einnimmt, auch einnehmen werden. Maria war Ehefrau, sie war Mutter, sie war Großmutter. Sie war Hausfrau, sie war eine Gemeindeschwester und vieles mehr. Das alles
ist sie jetzt nicht mehr. Gott hat sie nach Hause geholt. Sie war es. Sie hat in ihrem von Gott geschenkten 66 Jahren Zeit gehabt, Gottes Plan zu leben. Und sie hat Spuren hinterlassen. Und die Personen, die ihr nahe standen, kennen diese Spuren am besten. Möge Gott ihrem Andenken segnen. Amen. Ich möchte mit euch zusammen beten. Gott, Vater im Himmel, danke, dass wir einen allmächtigen, allwissenden Gott anbeten dürfen. Danke, dass wir dich Vater nennen dürfen. Und Herr, danke für deine Liebe. Du bist der Schöpfer, Gott, der alles gemacht hat. Und du hast nicht nur so irgendwie etwas geschaffen, es hat alles Ordnungen. Es ist planmäßig geschaffen worden. Auch uns Menschen hast du gemacht. Auch mit uns hast du ein Ziel, eine Absicht. Vater im Himmel, ich danke dir heute für das Leben von Maria. 66 Jahre durfte sie hier auf dieser Erde leben. Sie durfte dich kennenlernen. Sie durfte Ehefrau, Mutter, Großmutter sein. Weil ich heute, jetzt hast du sie weggerufen, nach Hause gerufen. Sie hinterlässt heute eine Lücke hier auf dieser Erde. Ich bitte dich für Hans, den Ehemann, für die Familie, sei du ihnen besonders nah. Hilf ihnen, sich immer wieder zu dir zu wenden, um sich von dir trösten und helfen zu lassen. Sei du ihnen ganz besonders nah. Herr, nochmal danke ich dir, dass du dich uns immer wieder zuwendest, dass du uns helfen willst, dass du uns liebst, dass wir dich Vater nennen dürfen. Herr, das bitte ich in deinem Namen. Amen. Fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin bei dir. Das ist mein Erleuchten auf dem Wege hier. Durch die Wolkenfunkel der Verheißung Licht, siehe, ich bin bei dir. Verlasse dich nicht, nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr es verheißen, niemals lässt er mich allein, nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr es verheißen. Niemals lässt er mich allein.
niemals lässt er mich allein. Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr es verheißen, niemals lässt er mich allein. Ist der Fall auf dunkel, droht man über mir, hör ich ihn doch sagen, Kind, ich bin bei dir. Droben werd ich schauen, Jesu Angesicht. Jubel wirst an Höhen, nein, er verließ mich hier nicht. Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr es verheißen, niemals lässt er mich allein. Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr es verheißen, niemals lässt er mich allein. Wir werden jetzt das Lebensverzeichnis von Maria hören, gelesen von Prediger Edwin Hiebert. Und danach sind ein paar Beiträge gemeldet, die dann vorgetragen werden. Diese Beiträge sind aus Kanada von Geschwister von Hans. Sie werden vorgetragen von Martha Bergen und Erna Braun. Und nach diesen zwei Beiträgen wird auch Gelegenheit gegeben, dass Beiträge hier aus dem Raum gebracht werden können, wenn da sind. Bitte schön. Lebensverzeichnis von Maria Zacharias, geborene Dück. Maria Zacharias wurde ihren Eltern Jakob und Katharina Dück als ältestes Kind von 8 Kindern am 11. Juli 1956 im Hospital Loma Plata geboren. Aufgrund des öfteren Wohnortwechsels der Eltern hat sie auf vielen Stellen in der Kolonie Menno gewohnt. Dieses hat ihre Grundschulausbildung beeinträchtigt, wie auch ihre Kind und Jugendzeit stark geprägt. Am 2. Juni 1974 wurde sie in der Kirche in Grüntal getauft und in die Gemeinde aufgenommen. Am 20. Dezember 1974 heiratete sie Johann Zacharias. Im Dorf Waldheim gründeten sie ihr neues gemeinsames Zuhause. Ihnen wurden 8 Kinder geboren, 6 Söhne und 2 Töchter. Wesley, ihr zweitältester Sohn, starb im Alter von 2 Jahren. Maria war eine sehr zufriedene Person, die es verstand, mit den verschiedensten Lebenssituationen umzugehen. Mit ihren Kochkünsten hat sie viele Menschen verwöhnt, insbesondere ihre Familie. Unter den Lieblingsrezepten waren Pichy-Suppe, Zimtrollen und eingemachtes süß-säuerliches Gemüse. Sie hatte ein großes Herz für ihre Familie, wie auch für jedes Schwiegerkind und Großkind, das sich in die Familie eingliederte. Sie scheute keine Mühe, ein zusätzliches Familienfest zu organisieren, falls eines der Kinder aus der Ferne angereist kam. Auch bei den Dück-Familienfesten hinterlässt sie eine große Lücke, weil sie sich gerne an allen Gesprächen beteiligte. Die Pflege des eigenen Gartens gehörte zu ihren Hobbys. Sie war sehr stolz auf ihren eigenen Obst- und Gemüsegarten. Den Ertrag des Gartens hat sie mit viel Freude verschenkt.
Sie war eine sehr gesprächige Person und hat bei jeder Begegnung noch einen Witz erzählt. Als sie vor Jahren an Hantavirus erkrankte, erholte sie sich ihres Erachtens viel zu langsam. In den letzten Jahren kamen immer mehr gesundheitliche Beschwerden hinzu, welche ihr sehr zu schaffen machten. Denn sie hatte ja noch so viele Zukunftspläne, unter anderem ein Ferienhaus in Carmelo Peralta fertig einzurichten. Durch diese Beschwerden kam es dazu, dass sie am Mittwoch, den 23. November um 6.15 Uhr im Beisein ihres Ehemannes verstarb. Für unseres Erachtens ging sie viel zu früh. Aber sie ist jetzt bei ihrem Heiland, ohne jegliche Schmerzen. Im Tode vorangegangen sind ihr Sohn Wesley, ihr Großkind Derek, ihr Vater Jakob, ihre Schwiegertochter Doris, wie auch ihre Schwiegereltern. Sie hinterlässt ihren trauernden Ehemann, 5 Söhne und 2 Töchter mit ihren jeweiligen Ehepartnern und 22 Großkindern. Außerdem einen großen Familien- und Freundeskreis. Ein wunderbares Zeugnis eurer Mutter. Bruder David schreibt: Werter Bruder Hans und Familie, unsere herzliche Teilnahme an das ganz unerwartete Scheiden von dieser irdischen Leben in die Ewigkeit von Maria, deine liebe Frau, Mutter und Großmutter. Es war Gottes Plan, sie von hier zu nehmen in ein noch viel besseres Heim, wo sie aber nur vorangegangen ist und wir auch alle hinwollen. Wir trauern mit euch, aber nicht ohne Hoffnung, sie wiederzusehen. Ich werde schließen mit einem Gedicht, aber leider ein englisches, in Liebe von Geschwister David, Neiter und Familie. When tomorrow starts without me, when tomorrow starts without me, please try to understand that an angel came and called my name and took me by the hand. The angel said my place was ready in heaven far above and that I would have to leave behind all those I dearly love. But when I walked through heaven's gates, I felt so much at home. When God looked down and smiled at me and told me, welcome home. So when tomorrow starts without me, don't think we're far apart. For every time you think of me, I'm right there in your heart. Ich wünsche euch Beistand und Trost und Kraft in den nächsten Tagen, Wochen und Monate. Schwester Margret schreibt: Ja, Maria, du bist nicht mehr hier bei uns. Du würdest auch nicht wollen, zurückkommen. Du wirst mir keine Algarobo-Schoten sammeln und einfrieren, wenn wir vielleicht nach Paraguay kommen. Das, was du öfters getan hast, schwarze Kirschen in Flaschen gefüllt und Guayaba in Stücke geschnitten, eingekocht und mitgebracht. Und wir sind zusammen im Wald gegangen, um Palmenbrot zu holen. Danke, danke für deine aufopfernde Liebe. Wir werden dich sehr vermissen. Lieber Bruder Hans und Familie, die Lücke wird oft unversagbar sein, aber sie ist, wo wir auch hinwollen, bei unserem Herrn Jesus. Jesus wird euch tragen, wenn wir Zuflucht suchen bei ihm. Gott segne euch und sei mit euch. In Liebe von Margaret und Bernie und Familie. Ich
Ich will eine kurze Zeit einräumen. Sollten noch andere Beiträge da sein? Es werden Mikrofone gebracht werden. Hebt einfach die Hand. Wenn nicht, dann wollen wir ein letztes Gruppenlied hören von dieser Männergruppe, Verwandte von Maria. Sie wollen ihr Lieblingslied singen. Bitte schön. Wir wollen jetzt die Leichenschau machen, wo jeder noch einen Blick auf Marias Gesicht machen darf. Im Anschluss wird der Leichnam dann zum Grab, zum Friedhof gebracht werden. Alle sind eingeladen, dem Leichnam Marias dort ein letztes Geleit zu geben und der Familie Zacharias in diesem schweren Akt, sie dem Schoße der Erde zu übergeben, besonders beizustehen.
auch werden Freiwillige benötigt werden, um bei dem Akt mitzuhelfen. Noch ein Wunsch der Familie. Sie wünschen, dass jegliche Beileidsbekundungen wie Händedruck, Umarmungen und so weiter bei einer späteren Gelegenheit gemacht werden. Sie werden spätere Beileidsbekundungen ganz bestimmt nötig haben. Liebe Geschwister, wollen wir Hans und die Familie in unseren Gebeten mit einschließen und auch besuchen. Jetzt darf der Leichnam da in dem Nebenraum platziert werden. Und die Platzanweiser, die werden uns anleiten im Vorbeigehen. Thank you.
angeschaut. Heiße allen willkommen, die erschienen sind, um Maria noch das letzte Geleit zu erweisen. Ich heiße auch, wie auch Hans und der ganzen Familie, den Beistand zu leisten während dem schmerzvollen, endgültigen Abschied vom Leichnam der Geliebten, Ehefrau, Mutter, Großmutter, Schwester, Freundin, unserem Vater im Himmel war und ist es wichtig, dass die, die wir jetzt noch da sind, die Hinterbliebenen, dass sie getröstet werden, dass die Trauernden nicht in Hoffnungslosigkeit versinken, verzweifeln, dass die Hinterbliebenen nicht meinen, in diesem Fall die so geliebte Ehefrau und Mutter, Großmutter und Schwester, Glaubensschwester, nie wiederzusehen. Wir finden ein aufklärendes Wort, ein trostmachendes Wort von Paulus zu dieser Situation. Er schreibt in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 folgendes: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Wiederkunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Person Gottes vom Himmel herabkommen, und die in Christus verstorben sind, Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir für immer bei dem Herrn sein. So tröstet euch nun gegenseitig mit diesen Worten. Die Gestorbenen werden auch wieder aufgeweckt werden. Das ist eine Wirklichkeit. Das stimmt so sicher, wie auch Christus vom Tod auferstanden ist, sagt Paulus. Ein Wiedersehen mit der als Christ verstorbenen lieben Person ist auf alle Fälle möglich. Es ist dann möglich, wenn du und ich auch als bußfertige Christen Glauben halten bis ans Ende. Danach werden alle zugleich für immer bei dem Herrn sein. Als Christen haben wir diesen Vorteil, dass wir diese Hoffnung, uns wiederzusehen, glauben dürfen. Und möge Jesus unseren Glauben, euren Glauben, liebe Familie Zacharias, an sein Versprechen erhalten. Euch jeden Tag neue Kraft schenken, zu glauben, dass diese jetzt schmerzvolle Trennung, die besonders ihr als Nahangehörige erlebt, dass es ein Zeichen dafür ist, sich auf immer wiederzusehen. Und das in Freuden. Wenn wir das glauben, wird in uns trotz Trauer Freude anfangen zu wachsen. Die Trennung von einer sehr geliebten Person schmerzt sehr. Doch das Wiedersehen von dieser so lieben Person bringt umso größere Freude.
Freude. Klammert euch gerade jetzt an dem, was Jesus den Seinen versprochen hat, ein Wiedersehen. Klammern wir uns daran. Das hat Jesus auch gerade euch versprochen. Nun lasst uns übergehen zur Bestattung des Leichnams. Ich bitte denjenigen oder diejenigen, die es runterlassen, dass sie sich bereit machen. Wenn wir soweit sind, dann bitte ich, dass man es zumacht. Thank you.
Ich will ein Dankeschön an allen, die bei diesem letzten Akt mit dabei waren, aussprechen, die mitgetrauert haben, die mit angepackt haben. Der Herr wird es euch vergelten. Einen herzlichen Beileid will ich auch aussprechen an Katharina, Mutter von Maria, 91 Jahre alt. Maria ist ihr vorangegangen. Sie wartet dort auf dich, Katharina. Möge der Herr dir stärken und segnen. Wir wollen uns zu einem letzten Gebet vereinen. Jesus, du siehst uns. Du siehst unsere betrübten Herzen. Du verstehst, wie uns allen zumute ist. Danke, dass du durch deinen Geist jetzt gegenwärtig bist. Du hast versprochen, uns wieder aufzurichten, und darauf wollen wir vertrauen. Ich bitte nun besonders für Bruder Hans, Vater der Familie, schenke ihm Kraft von oben, um die Einsamkeit zu ertragen. Stärke sein Vertrauen in deine Gegenwart. Gib, dass er deine Gegenwart in der entstandenen Lücke verspürt. Jesus, segne seine Gemeinschaft mit seinen Kindern, Enkelkinder, und schenke ihm viel Weisheit bei all den zukünftigen Entscheidungen. Herr Jesus, segne die ganze Familie mit Einigkeit und einen inneren wie auch äußeren Frieden. Jesus, leite du sie in ihren Überlegungen. Gestalte du ihre Trauerverarbeitungszeit in einem Segen für sie und ihren Mitmenschen. Ja, Herr Jesus, segne und behüte sie und lass dein Antlitz leuchten über sie und sei ihnen gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht über sie, schenke ihnen Frieden und Trost. Amen. Damit beenden wir diesen Teil hier.